Moin Leute, was geht? Willkommen zurück auf dem Kanal von Klatschi mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Thema Battlefield 2042 im Jahre 2023. Das Spiel ist jetzt mittlerweile 2 Jahre alt, Leute. Hatte nicht so einen guten Start gehabt, das wisst ihr alle, das wissen wir alle. Und aber DICE und EA, die haben jetzt relativ gut daran gearbeitet, dass das Spiel einfach wieder spielbar ist und auch Laune macht. Also ich muss sagen, ich bin extremst am Sucht momentan. Ja, und wir werden jetzt einfach gleich mal über die ganzen Updates sprechen für die Season 5, die jetzt kommt. Aber bevor ich das anspreche, Leute, tut mir doch bitte alle einen Gefallen, ja? Like dieses Video, lasst ein Abo da, kommentiert auch gerne, wie ihr dieses Spiel momentan findet, ob es euch Spaß macht, ob ihr das grindet, ob ihr gespannt seid, was die nächsten Updates alle bringen. Aber ich muss persönlich auf jeden Fall sagen, dass dieses Spiel extrem Laune macht. Es hat sich so hoch gepusht, dieses Spiel wieder. Die haben so vieles gut gemacht. Und ja, Leute, kommen wir mal zu den ersten Sachen, was in den nächsten Update ansteht oder Patch. Die RM68, die jetzt gerade hier im Hintergrund spielt, ist so eine unfaire Waffe, Leute. Das glaubt ihr nicht. Die ist so dirty, Alter. Die ist so, wirklich. Also ich glaube, 70% der Battlefield 2042 Spieler, die diese Waffe haben, spielen diese Waffe auch, weil die ist einfach nur ultra OP. Und diese Waffe wird richtig genervt. Das habt ihr richtig erkannt. Das ist einfach nur ein Biest, wie ihr hier im Hintergrund die ganze Zeit schon sehen könnt. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist ein Laserding, Alter. Und zack. Und, ach, scheiße, verengt. Ah, der ist weggegangen. Alles scheiße, Digga. So, also, die Waffe wird genervt. Die G57 wird auch genervt. Das ist die Handwaffe. Die ist auch sowas von OP, Leute. Das ist manche Sachen so. Aber Battlefield hat gemerkt, okay, wir müssen da ein bisschen balancen. Und das machen die jetzt auch. Die machen das einfach. Die sind wirklich am Ball. Die bleiben dabei, dieses Spiel weiter hoch zu pushen und einfach zu verbessern, damit die Spieler wirklich das beste Spielerlebnis haben, was man sich nur vorstellen kann. Und ich als alteingesessener Veteran für Battlefield 4 freue mich natürlich noch mehr, denn die haben angekündigt, dass es in dem nächsten Update für Season 5, haltet euch fest, für die Battlefield 4 Epoche eine Map kommen soll. Das heißt, wir werden in Battlefield 2042 werden wir eine Map haben, die aus Battlefield 4 kommt, Leute. Und ich bin so gespannt, Leute. Ich freue mich so hart, Doc. Mir fehlen dazu einfach die Worte, Leute. Wirklich. Also, endlich haben sie es gecheckt. Battlefield 4 war auch einer der besten Teile. Battlefield 3, Battlefield 4, Bad Company 2. Das waren so die besten Teile, die es einfach für Battlefield-Spieler gab. It's no joke, Leute. Und jetzt hauen die endlich eine Battlefield 4-Map rein. Traumhaft. Einfach nur traumhaft, Leute. Ich verstehe es nicht, warum erst so spät. Aber sie machen es jetzt wenigstens, Leute. Sie machen es. Und darauf freuen wir uns natürlich alle. Wir sind alle sehr gespannt, wie es wird. Wie das Update generell wird. Wie die Season überhaupt wird. Ich persönlich muss sagen, ich bin total überrascht von der Season 4 jetzt gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht. Der Battle Pass, es war alles geil da drin. Die ganzen Skins für die Operator, für die Waffen. Ihr habt genügend Battle Points bekommen. Ihr habt auch ganz viel XPs bekommen, also hier Doppel-XP. Denn Battlefield pusht sich auch natürlich mit den Doppel-XP-Sachen, die man im Battle Pass natürlich bekommt, für die Spieler einfach ein Traum. Gerade diese Missionen, die machen auch alle so viel Spaß, Leute. Dieses Spiel hat sich wirklich gemacht. Ich weiß, jeder hasst dieses Spiel, aber Leute, ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Ihr müsst einfach euch mal an die Eier packen und sagen, Leute, ich gehe mal wieder rein in Battlefield 2042 und spiele dort ein bisschen lecker herum. Und ja, ihr könnt jetzt auch gerne alle meckern, jetzt, dass ich gerade nur gegen AIs spiele. Aber Leute, das ist mein eigener Server. Ihr könnt alle raufkommen da. Der Server ist für alle Mann da. Ist ein Hardcore-Server. Headshot tot. Körper 4-5 Schuss. Dann ist auch Feierabend für den Gegner. Aber momentan ist natürlich noch keiner auf diesem Server drauf. Aber ich will natürlich gerne, dass jeder von euch da raufkommt. Es soll ein Community-Server sein. Der heißt Deutsche Squad-Gemeinschaft. Perfekt, Digga. Nein, der heißt Deutsche Battlefield-Gemeinschaft. Und ja, kommt einfach rauf, lasst uns da mal ein bisschen Spaß haben. Dieser Server hat keine Fahrzeuge, außer hier so Transportfahrzeuge. Aber es gibt keine Kampfpanzer, es gibt keine Kampfhelis, es gibt hier nur wirklich zum Transportieren. Klar, die Gatling Gun ist drauf und sowas, aber keine Sniper, Teambeschuss ist an. Es ist einfach traumhaft, Leute, so zu spielen. Und ja, ihr könnt gerne meckern. Schreibt es in die Kommentare. Ja, du spielst ja eh nur gegen KIs gerade. Ja, Digga, ich spiele gegen KIs, weil keiner auf meinem Server drauf ist, Mann. Aber ich wollte einfach ein bisschen kurz mit euch schnacken. Euch eigentlich nur mal ein bisschen so das Update, was vor der Tür steht, ein bisschen erklären, erzählen darüber. Und ja,
Also Battlefield 2042 wird auf jeden Fall auch noch eine eigene Map wieder rausbringen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, denn mit der letzten Map Flashpoint. Also ich muss sagen, die Map, die macht ultra Spaß. Flashpoint ist wirklich eine richtig gute Map. So, ich mag diese Maps, die nicht so extrem groß sind. Klar, die machen auch Spaß, gar keine Frage. Aber diese Maps, die so schlauchförmig sind, wie Operation Spint in Battlefield 4, es geht halt nur in eine Richtung. Wisst ihr, was ich meine? So, entweder müsst ihr vorlaufen oder müsst ihr zurück zum vorherigen Punkt laufen. Und hier ist halt, du läufst da in die Ecke, da in die Ecke. Klar, es gibt hier die Hotspots, wo immer Fight ist. Aber dennoch macht es halt mehr Spaß, wenn man einfach dieser schlauförmige. Und deswegen, ich bin so gespannt, was Battlefield 2042 für den Map von Battlefield 4 holen wird. Mein lieber Scholli, Leute. Mein lieber Scholli, sage ich euch nur. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber, dass die Waffe genervt wird, hier die RM68. Denn, ja, das ist halt einfach eine Maschine, das Ding, ne? Das ist halt einfach unfair den anderen Spielern gegenüber, weil mit dem, die verzieht ja auch kaum. Das ist halt eine Traumwaffe. So, ich habe jetzt auch gespielt eine Zeit lang, habe meine 1200 Kills damit gemacht, damit ich einfach die Tarnung dafür kriege, damit ich die letzte Tierstufe erreicht habe. Und sie hat Spaß gemacht, gar keine Frage, weil du hast damit immer abgerissen. Aber, Leute, ich freue mich natürlich darüber, dass sie genervt wird endlich und wir wieder alle ein bisschen mehr Chancen auf dem Schlachtfeld haben, gerade für die Leute, die leveln wollen. Aber, Leute, und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und kommentiert, ob ihr Battlefield 2042 weiterhin spielen werdet. Gerne kommt auch auf meinen Server. Ich werde ihn euch natürlich nochmal unten verlinken. Ich werde ihn auch nochmal einblenden lassen. Und damit, Leute, bis dahin, euer Klatschi.